Hab gar nicht gewusst, dass ich so oft das Limit meiner Stimme erreichen kann. Was war jetzt denn das bitte? Außer natürlich, ich habe auf den Propantank geschossen und es gegen meine Fresse geflogen. Dann, natürlich kann ich es verstehen, aber es hat nichts danach ausgesehen. Verdammt, ich muss abdrehen. Besorg dir Sprengstoff und jag sie hoch. Dann hol ich dich ab. Fuck off, ich habe diesen Pater schon längst erledigt. Lalalala. So, Geschütz, nicht verlassen, sondern abbauen. Lupsi. Oh ja. Mit dieser Minigun kommt man sich so groß vor. Obwohl das eigentlich ehrlich gesagt gelogen ist, weil das sieht man erstmal, wie klein der Charakter ist. Ansonsten, habe ich da drüben irgendwas vergessen? Ne? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gibt es hier Silos zum Hochjagen. Flugabwehrstellungen. Mit euch bin ich noch nicht fertig. Aber hey, soll ich ja nicht stören. Gut gemacht. Ich sammle dich so schnell wie möglich auf. Bleib so lange am Leben. Haha. Wow, okay. danke, dass ihr mich wieder nicht überfahren habt. Sehr nett von euch. Warum kommen die überhaupt mit der Sirene rausgeschissen? Das würde ich mal gerne wissen. Oh, ist die Garagentür zu schnell zugegangen? Okay, mir gehen die Optionen aus. Keine Sorge, setz einfach die Granaten ein. Ich bin gleich da. Du solltest dich lieber beeilen. Sonst bleibt von mir nur Hundefutter übrig. Ist gerade eben wirklich das Wrack rausgefahren? Aber Respekt. Warum macht es sich denn überhaupt Sorgen, beim besten Willen? Wir haben jetzt schon alles erledigt, was da war, ohne überhaupt großartig was zu verlieren. Namens Leben. Bist du hier unten und ich nehme den Helikopter. Das wird nichts, Baby. Oh, wolltest du mich treffen? Tut mir leid, ich muss nur ganz kurz was aufsammeln. Ach, das war's! Lass es fallen. Danke. Das erklärt natürlich so einiges. Ich liebe einfach diese Betonabsperrungen hier. Los. Ey, wie wär's ein bisschen mit Covering Fire? You know? Fun stuff. Das war gerade eben abartig Englisch. Tut mir sehr leid, Leute. Aber wisst ihr, solche Sätze wie Covering Fire finde ich einfach im Englischen viel schöner. Ich bin so ein Badarse. Heilige Scheiße. Im echten Leben wäre ich wahrscheinlich schon längst runtergeflogen, aber hey. Ja, nicht so wichtig. So viel zum Überraschungsmoment. Hätte ich mich totgelacht, wenn er reingeflogen wäre. Wir sind Ihnen also immer noch einen Schritt voraus. Und wo führt uns dieser Schritt hin? Zum letzten Kontakt der Agentur hier auf Panau. Carl Blaine. Wer ist der Kerl? Ein Ex-Entwicklungshelfer. Heute ein spielsüchtiger Alkoholiker. Und so einem Vogel trauen wir? Nein, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Blaine kennt diese Insel wie kein Zweiter. Und jetzt gehen wir zurück und genießen ihn. Ich meine, hey, wenn man die Auswahl zwischen einem Fremden hat und jemand, wo man gleich schon weiß, dem man nicht vertrauen kann, nimmt man auch natürlich die zweite Option. Also ich für meinen Teil würde mich jedes Mal so entscheiden. Okay, da wären wir. Suchen wir Blaine. Bürger von Bonner, ich bin es, Ihr geliebter Präsident. Ich habe heute die Schließung des Lasterhafen und Dekadenten von Aufbaus Casinos angeordnet. Alle ausländischen Besucher dieser Lasterhöhle werden überprüft und anschließend abgeschoben. Lasterhöhle? Wer in diesem Zusammenhang ausländischen Straftätern und unpatriotischem Abschaum Schutz gewährt, wird wegen Hochverrats vor Gericht gestellt. Wir müssen dieses... Ich habe ja schon viele Müllhalden gesehen, aber das hier... Das ist doch wunderschön. Das ist schlimmer, als wir dachten. Wer sind Sie? Und was wollen Sie hier? Ganz ruhig, Senorita. Wir sind Freunde von Karl. Karl hat keine Freunde. Außer Ihnen, Jade Tan. Sie sind seine Freundin, oder? Ha, Sie müssen Spione sein. Spione, die mit Karl reden müssen. Da kommen Sie zu spät, Lady. Er ist im Casino. Was? In dem Casino? Klar. Das ist sein zweites Zuhause. Na toll, und gleich ist es sein Grab. Wir müssen zu ihm. Spielen. Dann steigen Sie auf. Die schießen Ihren Vogel ab, sobald Sie ihn sehen. Ich muss los.
Ja, das habe ich schon bemerkt. Sie hat mich Kleine genannt. Oh Gott. Wenn ich jetzt dieser Spion wäre, ich für meinen Teil, hätte sie entweder erschossen oder wäre einfach gelaufen beim besten Willen. Weiß nicht, ich hätte der überhaupt nicht vertraut. Sie ihm vielleicht seinen traurigen kleinen Arsch retten. Sie halten nicht viel von ihm, was? Woran erkennt man's? Wenn Blaine in die Finger kriegt, ist seine Freundin die Nächste. Ich bin mit diesem Idioten jedenfalls fertig und verschwinde. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Vielleicht auch nicht. Für einige Leute ist diese Insel eine Spielwiese, für andere ein Grab. Lass mich raten. Für mich das Zweite. Gott. Es gibt hier ein paar Charaktere, die sind so sympathisch wie ein Rasenmäher. Gott. Vor allem Ding, wenn ich immer versuche, noch was zu sagen. Komm schon. Halleluja. Praktisch. Hier liegen Kisten rum. Oh, tut mir leid, ich meinte eigentlich Waffenlager. Ja, antippen. Warte mal, was? Habe ich jetzt wirklich meine Desert Eagle verloren? Ah, fuck off, Spiel. Kann man vielleicht mal 2 Sekunden seine verschissene Ruhe haben? Nur weil ich so ganz auffällig gekleidet bin, heißt es nicht, dass ich ein Spion bin. Oh Gott. Ich wollte diese Fahrzeug noch verwenden. Oh, never mind. Hab vergessen, der Granatenradius geht ja hier noch, insofern es nicht abgegradet worden ist. Fertig jetzt. Kann ich jetzt mal kurz meine Ruhe haben? Danke. Ja. Ich liebe diesen SUV einfach nur so sehr. Stunnsprung, glaube ich, war es ja. Und natürlich am Kopf festmachen. Wieso nicht? Schon viel besser. So gefällt mir natürlich das Aussehen besser. ja, auf jeden Fall. Hallo? Na, wie geht's und so? Das ist beruhigend. Ah, Gott, nicht diese! Ich verkneife mir erstmal dieses Wort. Oh, Scheiße. Ja, ja, mit mir kann man ja rumspringen, beim besten Willen. Nein! Was denkst du, was ich vorhatte? Gott, ich habe mich sowieso nicht richtig eingehakt. Fallen lassen. Ich hab's eigentlich schon viel früher gezogen, aber hey, never mind. Ah, hack dich fest, bevor ich durchdrehe! Oh. So. Ja, irgendwie werde ich schon nach oben schaffen. Nur darf ich nicht mich an diesem unteren Teil festhaken. Sonst wird es ein ganz kleines Problem geben. Ja, mehr MP-Munition. Wie wär's mal wieder mit einer Desert Eagle? Die könnte ich gerade eben auch sehr gut gebrauchen. So, sehr gut. Ach, das reicht sogar? Hey, wieso nicht? Oh, also wegen der Sprengladung muss ich jetzt runter und die Kiste, ach, die hole ich einfach gegen später. So, Sprengladung, ich benötige keine Sprengladung. So, sehr gut. Ach, immer hier diese Tastenkombination. Scheiße, war das knapp. Jetzt muss ich nur ganz kurz hoch, damit ich diese nette Kiste bekommen kann. Hopp, nein! Okay, alles noch gut, alles noch gut. Sehr gut. Nur noch 2 Rüstungsteile, dann kriege ich mehr Leben. Auch wenn es verdammt nochmal minimal ist, aber hey, man kriegt Leben.
Ich glaube, jeder normale Mensch hätte diesen Sprung bereut, wahrscheinlich. Die Soldaten hingegen hätten sich wahrscheinlich eine Fäustin reingelacht, aber ansonsten, das wäre jetzt nur scheiße für den Hauptcharakter gewesen. So, da, da. BX, BX. Diesen Tast, diese, diese, pfff. Wir müssen Blaine töten. Schnell, mach den Helikopter platt, Rico. Ja, Rico. Warum zum Teufel habe ich diesen Namen überhaupt vergessen? Nope, das wollte ich nicht machen. Lass meinen Freund in Ruhe! Wow! Ich glaube, in GTA 5 wäre jetzt schon tot. Dein Ernst? Ich will den Helikopter haben, nicht putt machen die ganze Zeit. Das ist eigentlich ja nur... Oh Gott. Ratatatatatatatat. Ah Gott. Ich glaube, ich lasse hier definitiv den kurzen ziehen. Ich werde mal ganz kurz weggehen. Nee. Und ich will die ganze Zeit auf einer falschen Taste rennen. Das nervt ziemlich. Wie kann dieser Typ noch leben? Der lebt! Wow! Dieser Beifahrer, der geht mir so auf den Sack. Nein, das wollte ich nicht machen. Oh, das hat so einen Flächenschaden. Wie rattig. Nein, ich wollte... Ich wollte jetzt eigentlich nur den Typen hier runterziehen, aber nein. Man kann ja anscheinend nichts alles haben. Ach, wisst ihr was? Ich werde von hier unten begeilt. Oh, willst du mich jetzt nicht abknallen? Echt schade. Hm. Oh nein! Runter! Run! Du! Abspringe! Oh, darf das hier noch alles wahr sein? Es tut mir einfach nur leid, Leute, aber beim besten Willen, ne? Ich gebe eine Taste mehr oder weniger. Na, scheiß doch drauf. Und jetzt wurde ihm klar, dass er gleich im Arsch ist. Hm. Ich liebe es einfach nur, wenn Leute auf freier Fläche stehen können und es nichts ausmacht. Und warum sollte ich? Ich traue ihm nicht. Ich mag ihn noch nicht mal. Aber okay, ich habe ja vorhin das Verstand mit der Befehlskette. Leider. So. Carl Blaine. Ich weiß nicht, wie er das schafft, aber er bleibt am Leben. Wieder eine Cutscene. Was für Deppen sind das überhaupt? Die Welt der internationalen Spionage ist kein Zuckerschlecken, Mann. Und Sie wissen, wo Sie sind? Klar. Gut. Jetzt halten Sie sich fest. Ja, Spinner. Anscheinend wäre es ihm lieber gewesen, durch die Granate zu verrecken und rauszufliegen. Up, up and away, my wonderful balloon. Wonderful. Oh, was bist du denn für ein Wie wonderful war denn das gerade? Leck mich Egal, doch. Ich bin Carl Blaine, besoffen und liederlich. Los, stecke mein Auto hier. Wir was fahren zu meiner Bude. Liederlich? Oh, mein schönes Auto im Graben. Ich frag mich, wer das wohl war. Ich liebe diesen Schlitten, Mann. Würde ihn nie hergeben. Ja, das wäre doch wirklich zu schade, wenn das Teil auf einmal in die Luft gehen würde, findest du nicht? Aber nein, ich darf hier nicht böse sein. Vergesse ich ja die ganze Zeit. Mann, oh Mann, diese LCP-Fahrzeiten haben schon etwas mit mir abgezogen. So, jetzt erstmal das hier. Sehr gut, nehme ich mal an. Gott, dieser Traktor. Warum kämpft es sich besser, also mach schon. Die Regierungstruppen sind hinter uns her. Beeilen wir uns. Wisst ihr, ich will ja nicht die ganze Zeit irgendwie mies sein oder dazwischen funken, aber beim besten Willen, wenn es im echten Leben wäre, was es ja zum Glück erstmal nicht ist, weil dafür ist ja Just Cause 2 bekannt und zwar erst was,
Boah, wenig von Realismus zu halten, aber was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte, ist, ein Schuss ins Knie, der Typ würde runterputzeln und wahrscheinlich von der Patrouille überfahren werden. Und wer weiß, vielleicht würde ich sogar in dieser Patrouille drin sitzen, wenn ich so abartig bin. So. Ich habe Sichtkontakt zu den Flüchtigen aus Panau Falls. Verfolgung läuft! Panau. Pass auf, da kommen sie ja schon! Ich will aufs Rad schießen. Aber ich treffe nicht. Danke. Ja. Überschlägt sich, geht in die Luft. Das ist, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, was ich ja nicht komplett vergessen habe, ist ja eins. Ich kann mich in ein anderes Fahrzeug einhaken, irgendeine Scheiße tun. Und dann so tun, als wäre das absichtlich gewesen. Upsi. Noch war. Es geht doch ihr. Weißt du, du kannst mich mal wirklich kreuzweise, ist dir das eigentlich klar? Nicht auf das Verbündetenfahrzeug zu schießen. Was zum Teufel ist falsch mit mir? So, ich brauche erstmal das. Nein, das war. Fuck off! Ich kenne hier mal gar keine Tasten mehr. Wisst ihr, was ich eigentlich auch so genial finde? Die Fahrzeuge sehen gepanzert aus, investieren aber nicht diese Panzerung in den Rädern. Oder zumindest in den Reifen selber. Wer hätte das denken können, dass das zu einem Fehler wird, was Leute wie ich ausnutzen werden? Irgendwann mal wird er näher kommen, dann werde ich ihn auch treffen. Wow! Wie beeindruckend. Ach, deswegen! Ach, deswegen! Seine zwei vorderen Reifen waren schon platt. Ja, das ist doch wunderschön. Wunderschön. Mir, also, ich, wie soll ich sagen, finde schön, dass sie das ganze Geld in Straßen investiert haben. Okay. Toll. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass jetzt du richtig schön kommen kannst, weil ansonsten wird es ein bisschen eng. Ich will das nicht machen. Warte mal, wie habe ich Munition? Okay. Nicht so schlimm, schätze ich mal. Ich muss ja so mit der Munition umgehen. So ein Teufel spackt ja nicht so rum. Au. Hey. Ich will ihn runterziehen. Wow. Leck mich doch kreuzweise. Stimmt ja, dieses Fahrzeug fährt ja in die Tankstelle rein. Natürlich, das vergesse ich. Das vergesse ich. Wenn ich jetzt nochmal von neu anfangen darf. Oh. Wow, der fährt dieses Fahrzeug einfach in eine Tankstelle rein. Aber hey, damit hat er wenigstens die Kampagne von Rico beendet. Ist das nicht wunderschön? Sein Opfer wird immer stets... Lägt mich doch kreuzweise. Meine Nase juckt und es ist alles nur deine Schuld. Ja, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genügend von Just Cause 2. Also Leute, das war jetzt erstmal Just Cause 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und jetzt will ich dann erstmal sagen, das könnt ihr noch brauchen. Bis später.